Sodala, dann schauen wir rein in den nächsten Run hier. Und zwar die obere Ebene auf Stufe 12. Und ich hoffe, wir schaffen es in, ja, mit 5 Sternen, 5 Diamanten, was das auch immer ist. 3 Stück, wie gesagt, haben wir ja schon eingetütet. 3 fehlen noch und ich hoffe, ich schaffe heute noch den Run, beziehungsweise die andere, was war es, Seelenschmiede. Die wollen wir dann auch noch angehen, also mal gucken. Vor allem, wenn ich den hier durch habe, dann... ja, komm, ich nehme das mit. Jetzt muss ich mir wieder so ein bisschen rantasten an das Ganze. Warte mal, was ist das hier? Was war das für ein Vier-Ding? Oh nein, ich hab irgendwelche Effekte, die kacke sind. What the fuck, was ist das hier? Das ist ja wie ein Diablo. Okay. Ah ja, okay, also da muss ich... Macht... Jetzt, also mich würde jetzt interessieren, wie viel Schaden das macht. Will ich mal reinlaufen? Also ich habe mein Schild drauf. Oh ja, das... Wenn... Na, ich habe schon richtig Schaden gekriegt, weil mein Schild ist 30-40% von meinem Max-Life und es ging durch mein Schild durch, ne? Also, macht schon ein bisschen Schaden. Ja gut, ich sollte mir vielleicht die negativen Sachen durchlesen. Wenn sich 5 oder mehr Gegner innerhalb von 10 Metern um euch befinden, verursachen sie 10% mehr Schaden. Also, holy... Okay, habt ihr gerade gesehen? Ja, gut, jetzt habe ich eh schon einen epischen Trade, normalerweise. Was zur Hölle? Also, normalerweise versuche ich, keinen epischen Trade zu nehmen. Einfach nur deswegen. Es gibt einen Bonus. Wenn du es abschließt ohne epischen Trade. Also, es gibt ja bei 10.000 Sachen einen Bonus. Es gibt ja einen Bonus, wenn du alle Geister holst, wenn du alle Vasen umhaust, wenn du 2 Elite innerhalb von einer kurzen Zeit tötest, wenn du den Endboss in einer Dings tötest, wenn du dich von keiner Waffe treffen lässt. Also, es gibt durch 10.000 Sachen, die du machen kannst, einen Bonus. Wenn du einen und selben Trade irgendwie 5-mal hast, gibt es einen Bonus. Es gibt einen Bonus, wenn du 30 Trades hast, wenn du jeden Trade nur einmal hast. Also, es gibt so viele Sachen. Aber viele Dinge tun sich halt auch gegenseitig ausschließen, ne? Und eine Geschichte, die es gibt, ist, warum bin ich jetzt nicht in die Eulengestalt gegangen? Wait. Ich hab doch Eulen... Hä? Das hat irgendwie nicht geklappt. Einer der Boni ist halt, dass du keinen epischen Trade hast, ne? Und die epischen Trades, die sind jetzt bei mir die allermeisten relativ weak. Und dann nehme ich lieber den Bonus mit, dass ich halt 10, ich glaube, das sind sogar 10 extra Punkte, ne? Bekomme. Und dafür halt diesen Bonus nicht habe, ja? Ach, das ist wahrscheinlich, dieser Kreis kommt wahrscheinlich dann, wenn mehr als 10 Gegner da sind, ne, dass die extra Schaden machen. Aber das lohnt sich ja für mich nur, dass mehrere Gegner da sind, ne, weil ich hier cleaven kann dann. Okay. Also das mit den Gegnern wird wahrscheinlich der Kreis sein. Ich habe mir die anderen Sachen jetzt immer noch nicht durchgeguckt. Was haben wir hier noch? Dann Elite-Gegner beschwören im Kampf regelmäßig Verdammnisleitungen. Okay, also die Verdammnisleitungen sind wahrscheinlich diese schicken Strahlen, die sie aus Diablo 3 sich geborgt haben. Oder die, wahrscheinlich waren die im 2er auch schon. Ich weiß es nicht. Ich habe nur das 3er gespielt. So, jetzt ist die Frage der Fragen. Nutzen wir das Ding für den Boss? Ne, komm, wir pullen die jetzt dazu. Pullen die dazu. Holy moly, da kommen 2 Strahlen in mir. Okay, jetzt machen wir den Speed an. Oh boy, das sind 4 Kollegen. Und die slowen mich und ich... Nein, jetzt kann ich den anderen 4... Also ich habe einmal desorientiert. Oh boy, bitte strahlt mich jetzt nicht weg. Das ist richtig ätzend. Das ist richtig, richtig ätzend. Ich hab diesen Trade, dass ich mehr Schaden mache, ne? Aber dafür die ganze Zeit geslowt werde. Das ist halt nicht so nice. Ich muss jetzt mal kurz in die Eulengestalt und dann Convoke anmachen. Okay, nice. Jetzt habe ich sie beide innerhalb von 10 Sekunden getötet und noch in der Mächtigungsphase. Das war wichtig. Das war jetzt richtig wichtig für die Punkte. Denn jetzt kriege ich sowohl den Bonus, dass ich halt innerhalb von 10 Sekunden 2 Elite-Mobs getötet habe. Also den haben wir jetzt schon mal eingesackt. Da müssen wir uns jetzt nicht mehr drum kümmern. Als auch
Elite-Typen im Ermächtigungsbonus und das bringt immer relativ viel tatsächlich. Also, das macht Sinn. Ach ja, was ich jetzt sagen wollte zu den epischen Dingern, ne? Wenn man ein starkes episches bekommt, dann carryt es einen eventuell so stark, dass man mehr Punkte macht als die 5 oder 10 Punkte, die man bekommen würde, wenn man keinen epischen hat. Deswegen habe ich es jetzt mitgenommen. Ne? Der erste war, dass Convoke häufiger stärkere Zauber einsetzt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so, wie viel das genau ausmacht, aber mit Convoke kann ich halt Single-Target schon recht gut Mobs wegnatzen. Also deswegen habe ich das mal mitgenommen. Und es hat sich rentiert, weil ich jetzt zweimal nochmal weitere epische Traits bekommen habe. Ne? Gleich am Anfang. Der hier ist relativ stark, aber auch gefährlich. Schlichtweg deswegen, weil der Trait quasi dir flat 50% mehr Schaden gibt, was nice ist. Aber immer wenn du irgendwo gehittet wirst, kriegst du weniger Movement Speed, und zwar 1%. Und das stackt, also seht ihr, bei einem Mob stackt das schon relativ schnell hoch. Wenn du 10 Mobs hast, ist es instant auf Max und du kannst dich halt nicht mehr bewegen. Ich kann das zwar wegshapeshiften als Druid, aber da muss ich aus dem Bären raus. Und wenn ich viele Mobs um mich rum habe, will ich nicht aus dem Bären raus, weil er mich ziemlich schnell tot. Ja? Deswegen ist es ein bisschen kacke. Achso, warte, den Geist muss ich noch mitnehmen. Deswegen, das ist immer so. Ja, willst du das wirklich? Halt mal. Ich habe gleich wieder Convoke ready. Will den wegconvoken. Mal gucken, wie viel Convoke. Achso, warte. Warum bin ich denn jetzt wieder nicht in die Eulengestalt gegangen? Hätte ich beinahe Convoke ohne Eule gezogen. Naja, gut. Also, kann man nichts sagen, ne? Der ging zu mich. Also, auf 20% oder so mit einer Convoke habe ich den Boss gebracht. Als Bär mache ich halt deutlich weniger Schaden. Die andere Alternative wäre. Soll ich mal. Komm, jetzt ziehen wir eine Wall und bleiben mal stehen. Erst mit einem Bären drauf zu hauen. Ah, verringert die Abklingzeit von Convoke. Ja, jetzt habe ich Convoke gut gebufft. Jetzt muss ich am besten die Abklingzeit runter machen. Ich glaube, ich habe nichts vergessen, ne? Ich gehe jetzt mal hoch. 100%, 28. Ja, das sind super Werte. Also ich sag mal so. Das Problem, was ich jetzt so ein bisschen habe. Ah, verringert die Abklingzeit von Convoke. Ja, das machen wir. Das Problem, was ich jetzt so ein bisschen habe, tatsächlich, ist schlichtweg, dass. Dass ich zwar einen Haufen mehr Schaden mache mit dem einen epischen Trade, ne? Aber da ich diese Strahlen habe, müsste ich theoretisch öfter moven, ne? Und da könnte es halt schwierig für mich werden, tatsächlich. Nur ein bisschen gucken. Ich will jetzt meine Inka noch nicht einsetzen, denn wir machen nachher. Oh boy. Wir machen nämlich nachher einen großen Pull und da will ich dann Inka reinwemseln. Go Shape. Das ist schon ätzend, ne? Also ich glaube, als Klasse, die sich den Slow nicht runter machen kann, würde ich den Trade ehrlich gesagt nicht mitnehmen. Theoretisch habe ich die Möglichkeit, mit jedem Shapeshift mir das runterzunehmen. Aber das kann ich halt im Big Pull nicht machen, ne? Wenn ich im Big Pull einfach mal random in die Katzengestalt gehe, bin ich halt instant tot. Kann ich den wegknocken? Ja, das geht. So, wir killen den jetzt. Und den Boss im Single-Target mit Convoke. Und danach mache ich einen Big Pull. Ja. Das ist der Plan. Okay, jetzt sind wir nämlich hier über dem Peak. Bringt mich das. Wahrscheinlich, weil ich das geskillt habe, ne? Weiß ich nicht, das hat den jetzt nur halb runtergehauen. Aber der hat jetzt auch schon ein gutes Stück mehr Leben. Aber ich habe die Abklingzeit von Convoke ein gutes Stück runtergeskillt. Das hat jetzt nur 1,3 Minuten. Von dem her dachte ich mir, komm, ich latze es jetzt auf den Boss. Und, oh boy, hier in dem engen Ding ist vielleicht nicht so gut. Oh boy, das wird jetzt ein bisschen ätzend. Aber, ja, also wenn mich das einmal erwischt, ist das nicht so das Drama. Ich kann einen CD ziehen. Da verrecke ich nicht. Soul Shape Ding ist noch nicht ready. Oh, spawnt halt in mir drin. Oh, ich bin so geslowed. Ich desorientiere den mal kurz, dass ich in die Katzengestalt gehen kann. Ah, ich kann hier Convoke nochmal buffen. Komm, wir buffen jetzt mal Convoke hoch. So, wo kriege ich jetzt einen großen Pull zusammen?
Soll ich oben? Ah, das kann aber gefährlich sein, ne? Wenn ich 3 Elite-Mobs pull. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Wir probieren es jetzt mal. Wahrscheinlich ist es dumm, was ich jetzt tue. Oh boy, es spawnen halt richtig viele von den Teilen. Hütet euch. Das sind alles 4 Typen, ne? Ich habe 2 4 Typen. Wenn die mich in die Kugeln reinführen, dann bin ich im Sack. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Oh, scheiße. Hütet euch. Also, ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich Pech hab, ne? Okay, jetzt habe ich keinen Mars Interrupt mehr. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Hütet euch. Ich muss im Bären bleiben. Ich hätt versucht, die jetzt wegzukonvoken. Aber die sind zu schnell. Lauf. Hütet euch. What the fuck? Jetzt werden sie mich vieren. Die machen immer mehr Schaden, das ist das Problem. Das war jetzt vielleicht doch keine gute Idee. Ich will jetzt nicht sterben, tatsächlich. Ich hätte sie gerne im Ermächtigungsbonus getötet. Ich hätte das wahrscheinlich hingebracht, wenn ich in die Eulengestalt gegangen wäre und da Convoke rausgedrückt hätte. Ich vermute aber, sie hätten mich halt einfach umgedrückt, wenn ich das probiert hätte. Ah, das war jetzt nicht so worth. Komm, wir machen nochmal Convoke runter. Wir gehen diesmal jetzt mal voll auf Convoke. Ich hab jetzt nämlich relativ starke Convoke-Trades. Sonst mache ich das ehrlich gesagt nicht. Aber jetzt probieren wir mal was. Das dürfte nämlich dann Single-Target auch relativ stark sein. Jetzt habe ich nämlich nur noch eine Minute auf Convoke. Warte mal, wenn ich jetzt das Convoke-Legendary hätte. Wait. Meint ihr, das wird funktionieren? Dann könnte ich durchgehend convoken? Überleg mal, wenn das... Ich weiß nicht, ob das geht, ne? Oder ob das einfach die... Ob das... Spektrum, ich grüße dich übrigens. Also, ich hab... I don't know, ob das funktionieren würde. Warte mal, ist das ein 4, das Heulen? Du musst lieber mal das rentieren. Kannst aber immer changen. Dann. Ja, das stimmt. Ich müsste halt am... Aber du weißt halt immer nicht, was du für Legendaries kriegst, ne? Das ist halt ein bisschen blöd. Wir müssen jetzt gleich nochmal rumrennen und die ganzen Sachen aufmachen. Weil ich will ja die Prozente mitnehmen. Lass mich raten. Wo ist der Kollege? Da ist der Kollege. Ich habe leider noch keinen Single-Target Mondfeuer-Trade, ne? Oder dieses Ding. Eine bringt mich jetzt leider nicht mehr. Ich hau jetzt einfach hier Convoke raus für die Mobs. Das lohnt sich zwar eigentlich nicht, aber da ich nur eine Minute Abklingzeit hatte, muss ich es jetzt eigentlich fast immer auf Cooldown ziehen. Dass sich das auch gelohnt hat, dass ich die Abklingzeit verringert habe. Jetzt müssen wir nämlich eh nur noch ein paar Sachen aufmachen. Dann müssten wir es wahrscheinlich in der nächsten Ebene eh wieder haben. Ja, hatte ich den... Ich weiß gar nicht, ob ich den hier... das auch als Seelis Soaken gilt oder wie das aussieht. Ah, nice. Das schmeißt mich hier aus dieser Soul-Shape-Gestalt raus. Habt ihr gesehen? Das kannst du nämlich auch in der Reisegestalt ziehen. Baumrinde, ne? Also selbst in der Fluggestalt kannst du es ziehen. Und das Praktische ist... dass du damit quasi Schaden verursachen kannst, ne? Wenn du hier die Dornranken hast, also ich kann jetzt hier noch was anderes skillen. Und wenn du jetzt im Low-Level irgendwas abbauen willst oder was öffnen willst und dich greifen Mobs an, dann kannst du das quasi aufgemountet ziehen und die Mobs töten. Und was ich auch rausgefunden habe, mal gecheckt habe, dass es funktioniert, ich kann auch desrentieren in der Eulengestalt ziehen, ne? Also ich kann auf dem Mount, kann ich um mich rum Gegner quasi komplett CC'en. Ja, der Ermächtigungsbonus war jetzt halt mies, ne? 13%. Wenn die 2 Elite oder 3 Elite-Mobs da reingezählt hätten, wär's halt easy 20 oder mehr Prozent gewesen. Ups. Wollte eigentlich das Ding hier anklicken. Das war jetzt halt nicht ganz so nice. Okay, hier ist nichts mehr.
Können wir da durchlaufen? Ja, das geht. Ich habe jetzt mal Wall gezogen. Ich wollte jetzt da nicht ewig warten. Na, wir können es mal ausschalten. Hallo? Okay, jetzt haben wir es geschafft. Hier sollten wir nicht von den Fallen erwischt werden, weil da gibt es ja... Ach nein, warte mal. Ach, das war dumm, da durchzulaufen. Jetzt kriege ich den Fallenbonus nicht, ne? Ach, ich bin ein Vollidiot. Ich habe es im Video mal gesehen. Was genau meinst du? Was hast du im Video gesehen? Das kaufen wir. Ding ist hier nicht dabei. Dann nehmen wir das mal mit. Will ich den Convoke Trade noch mitnehmen? Ich glaube, den hier. Das ist auch mal ganz nice. Halt, warte mal, ich kaufe mir sonst mal nichts mehr, weil ich will ja die Ding noch haben beim, die 500. Elite-Gegner, die kleben hier weg. Das hier, oder warte mal. Nehmen wir den hier noch mit. Und dann schmeißen wir das mal auf den Kollegen drauf, dass wir den Bonus auch kriegen. Ah, super. Hey, gibt es nicht sonst immer Anima? Achso, ja, ich habe das falsch angeklickt. Okay, nevermind. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe das Fallending jetzt verkackt, oder? Weil ich den einen Typen, weil ich da jetzt durch die... Ach, ich weiß nicht, ich hätte auch durchblinken können. Das wäre vielleicht cleverer gewesen. Wie hier zum Beispiel. Ach, das ärgert mich jetzt tatsächlich. Naja, machst du nix. Wird hoffentlich am Ende reichen, ne? Wenn ich jetzt dann noch... Also die einen Ebenen, die waren eigentlich ganz okay. Kann man nichts sagen. Ich lauf lieber außen rum. Ach so, mit dem Covenant Leggy durchgehen, Convoke blasten, das geht. Ja, das wäre halt eigentlich schon eine krasse Sache, ne? Aber du weißt halt nicht... Oh shit. Was du für Sachen kriegst, ne? Machen wir den Free Dev mal noch mit. Du weißt halt immer nicht, was du kriegst. Schauen wir mal, was jetzt hier für ein Ding kommt. Komm, wir cleaven jetzt einen Elite-Mob weg mit oder versuchen mal den Low zu klopfen. Oh, wait, wir haben den Ermächtigungsbonus, ja. Das war jetzt dumm tatsächlich. Ich hätte jetzt hier alle zusammenpullen können, aber ich dachte mir, komm... Halt, ich hab's doch gezogen, oder? Ja. Ah, ich wurde gefeiert. Oh, ich feierte mich jetzt in alle Dinger rein. Oh, shit. Wisst ihr was? Ich pull die anderen Elite nicht. Das wird theoretisch gehen. Aber dann kann ich die Fears vielleicht nicht mehr interrupten. Hier, es wird eh schon eng. Machen jetzt lieber mal auf Nummer sicher. Dann werde ich bloß in die Strahlen die ganze Zeit reingefiert. Das bringt mir dann ehrlich gesagt auch nichts. Ja, das war jetzt leider nicht mehr im Ermächtigungsbonus. Also für einen Ermächtigungsbonus war das jetzt kacke tatsächlich. Ich hätte erst ein bisschen runterhauen sollen und dann das ziehen. Naja, ich hoffe, das reicht trotzdem. Mit dem Slow ist halt ein bisschen ätzend tatsächlich, wenn dann diese Orbs die ganze Zeit kommen und ich da eigentlich raus muss. Also ich sag mal so, wenn ich dann einem oder zwei stehen bleibe, nicht das Problem. Bloß wenn ich dann gefeiert werde und dann X-Dinger reinkommen, dann ist halt ziemlich schnell mal Ende, ne? Und wenn du eigentlich einmal stirbst, dann kannst du es knicken, weil minus 20 Punkte ist dann doch ein bisschen tough tatsächlich. Dann doch ein bisschen tough. Mache ich erstmal die ganzen Sachen hier auf, bis meine Convoke wieder ready ist. Das habe ich noch nicht angefangen. Dann gehe ich nämlich gleich hier ran und mache in Eule ein bisschen Action. Auf die beiden Kollegen. Ich muss das anlegen, um es benutzen. Ich wollte eigentlich auf beide Kollegen. Ja gut.
Das hat irgendwie nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber egal. Nehmen wir halt den noch mit. Holy, die machen ja schon mehr Schaden, als ich dachte. Dass das nur nach hinten rumgeht. Okay, wir gehen auf Nummer sicher. Ich Shadow melt die weg. Holy shit. Also die haben mehr rausgehauen, als ich dachte tatsächlich. Ich will nur nicht sterben, ne? Weil dann ist der Runner immer Feierabend. Okay, die machen wir anders. War jetzt, glaube ich, gut, dass ich Shadow meltet habe. Ja, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da viel rumkommt, aber ich habe halt auch keine Inca ready. Der spawnt halt die Kugel genau auf mir drauf, ne? Dachte ich mir schon so, passt lieber auf. Okay. Jetzt tun wir den noch wegconvoken und dann können wir oben nochmal Dick Party anfangen. Dann nehmen wir die Sachen noch mit. Ja, die hauen so einen Scheiß auf einen drauf, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, ich hab jetzt mittlerweile die Erfahrung gemacht, lieber spielst du es ein bisschen safer, bist nicht ganz so schnell, als wenn du dann risky stirbst, weil minus 20 Punkte, das holst du auch mit dem größten Speed nicht wieder rein. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Ich bin ja eher so ein bisschen der Hau-drauf-Typ, der alles zusammenpullt und versucht zu min-maxen, ne, und alles mitzunehmen, was geht, aber das ist tatsächlich in den Runs nicht das Mittel der Wahl. Hab ich für mich rausgefunden. So, jetzt ist hier die Frage. Ich soll es hier eigentlich auch nicht machen, ne? Das ist wahrscheinlich dumm, was ich jetzt hier tue. Ich bin so weggeslowt, ne? Bis jetzt ging es ganz gut, aber den werde ich im Ermächtigungsbonus nicht mehr kriegen. Müsste die Elite erst einmal ein bisschen runterhauen und dann den Ermächtigungsbonus ziehen. Ja, das hat er jetzt leider nicht mehr reingezählt. Ah, es hat funktioniert. Warte mal, mich betäubt oder allein? Ah, warte mal, ich werde die ganze Zeit geslowt. Vielleicht haut das dann richtig rein. Machen wir das mal. Kann ich nicht mehr springen, aber egal. Ich glaube, ich muss nicht springen, oder ich hoffe es zumindest. So, die Keys haben wir soweit auch zusammen. Ich bin außer Reichweite. Ah, jetzt ist die Frage, soll ich den konvoken oder den Endboss? Töte ich den, dann konvoke ich den Endboss. Ach. Ich muss näher ran. Eigentlich, ich werde jetzt die ganze Zeit geslowt. Eigentlich müsste das eine Ding die ganze Zeit procken, oder? Ich glaube, das ist das, ne? Ja, die Zertrümmerung hat jetzt relativ viel Schaden gemacht. Ich
glaube, mit dem anderen Trade ist das ziemlich krass, weil das macht die ganze Zeit Schaden, wenn ich gestunt oder geslowed werde. Mit dem einen slow ich mich ja die ganze Zeit selber, ne? Schaden erhöht während Convoked, das ist natürlich gut. Das ist sehr gut. Was habe ich? Ich habe jetzt zweimal, also ich habe 100% mehr Schaden in Convoke. Ich kann es doppelt so schnell einsetzen. Und es setzt stärkere Zauber ein. Also. Achso, ich muss ja wieder hier. Ich muss näher ran. Ah, ich habe mir extra Drums gebaut, aber ich habe halt kein einziges Mal das gezogen. Ja, gut. Das hat den Boss schon ganz gut runtergezockt. Dann habe ich das Knurrending auch noch mitgenommen. Nee, das habe ich nicht genommen, ne? Nehmen wir das mal nur mit. Jetzt weiß ich nicht, habe ich alles eingesammelt? Ich meine schon, ne? Warte, ich grüße dich. Ja, 129% ist okay, 8 Minuten ist auch okay. Das ist eigentlich ein recht solider Run gewesen. Ding, Ermächtigungsbonus kann ich jetzt auch ziehen. Gut, ich sag mal so, was ich halt, na gut, das ist beides kacke. Was ich jetzt halt nicht dabei habe, ist es, dass ich von keiner Falle erwischt wird, ne? Das haben wir ein bisschen verkackt, leider. Können wir mal mitnehmen. Jetzt kann ich noch 150 Punkte... Ja, okay. Jetzt gucken wir mal, was wir da drin haben. Ah, das ist ganz gut. Okay, wir haben beides mal Dings bekommen hier. Tja, komm, wir nehmen mal das hier mit. 25, den hier kann ich noch. Okay, jetzt habe ich 500 Punkte noch. Ach, da sind zwei Gegner, ne? Schaffe ich es, dass ich nur den einen rauspull und dann... Leute, ich muss jetzt mal... Also wir müssen jetzt ein bisschen was setupen. Ach nee, das wollen wir nicht aktivieren. Wir ziehen jetzt gleich mal HT. Gut, der Pot wird mir nichts bringen, ne? Ist noch nicht bereit. Na shit, der eine Mob hat fast alles gefressen. Das war jetzt dumm. Ich dachte, wir kriegen da was durch. Aber gut, er ist auch halb runter, ne? Hat das jetzt funktioniert hier mit dem Ding? Nee, das ist, glaube ich... Ich habe den Buff nicht drauf. Aber wir zuckeln jetzt einfach mit Hauen durch. Vielleicht kriegen wir noch einen Bonus, dass wir ihn schnell töten. Also jetzt den ganz krassen Bonus kriegen wir nicht. Naja, 226, das war easy, oder? Also es war ein cleaner Run, da kann man nichts sagen. Ich habe ein Pet gekriegt. Das war ein cleaner Run. Klar, ich bleibe auf jeden Fall bei WoW. Gut, okay, das haben wir gelootet. Das Pet habe ich zwar schon, aber das lernen wir jetzt einfach mal. Und jetzt schauen wir mal rein, was wir rechtsklick für Details. Also, wir haben 100% Abschluss, 33% Ermächtigung ist gut, 28% ist okay von der Zeit. Brandschatze haben wir, Erlöser, Räuber, Draufgänger, Plünderer, Scharfrichter. Boss in weniger als 40 Sekunden haben wir zumindest. Horter, 500 Anima und Sammler, 30 Bonis. Hä? Nein, habe ich gar nicht. Hä? Ich habe nur 29. Hä? Okay, ja gut. Ja gut. Trotzdem gekriegt. Ist das buggy, aber dann ist halt trotzdem gereicht, oder? Weil ich habe ja 26 overtop. Gut, jetzt gehen wir noch ins Adamantit-Gewölbe weiter. Jetzt haben wir für das Meta-Achievement 4 von 6 und der andere Ding ist ja auch noch offen, den werden wir dann nachher auch noch machen. Ja gut, hier, das ist wieder eine Kacke. Das werden wir dann nachher auch noch machen. Jetzt, hier muss ich jetzt eigentlich nicht mehr großartig gucken. Hier ist jetzt quasi egal, weil ich bin jetzt quasi schon durch mit dem Nicht-Sterben. Jetzt kann ich theoretisch hier rein und voll YOLOen. Ich bin jetzt, glaube ich, noch nie im Adamantit-Gewölbe verreckt, aber ich glaube, es macht nichts aus. Du wirst ja hier immer wieder gerätzt, ne? Also sollte kein Stress sein.
auf, kleines Mädchen. Macht das eine jetzt halt viel Schaden? Stern so? Ja, das ist dieses Slow-Ding wahrscheinlich, ne? Also muss ich am besten neben dem Mob stehen bleiben. Ja, Strahl macht schon Schaden, ne? Also. Oh, ein bisschen Tempo. Ich habe jetzt extra Ding nicht eingesetzt, Convoke, weil ich das gleiche für den Rare reinhauen möchte. Die Convoke. Ihr seht heute seltsam. Danke, Schlundgänger. Für diesen Kollegen. Holy moly, warum kriegt denn noch Schaden? Es ist irgendwo in der Nähe. Ich muss das angehen. Ich spüre es. Bäm, 120k, ne? Ja, weggeratzt, den Typen. Ja gut, machen wir ein bisschen Schattenschaden, ne? Bisschen Schattenschaden. So, ich mache jetzt trotzdem hier die ganzen Sachen kaputt. Nicht, weil ich es muss, sondern es gibt beim Endboss immer so einen Händler und der verkauft einem bestimmte Sachen. Da kann halt auch ein Transmog dabei. Okay, was ist das hier? Da kommen so Äxte raus. Ah, die kommen immer auf verschiedenen Seiten. Ah, okay. Und das Zeug will ich halt holen, dass ich irgendwann das Adamantitgewölbe nicht mehr brauche. So, jetzt habe ich noch keine Inka oder Ding ready. Ist eigentlich wahrscheinlich jetzt keine gute Idee, viel zu pullen. Aber wir haben Inka in ein paar Sekunden ready. Okay, das war vielleicht doch keine gute Idee. Jetzt haben wir nochmal zwei Elite hier gepullt. Lauf, kleines Mädchen. Oh fuck, das spawnen jetzt alles möglich. Wie lange brauchen wir noch für Inka? Komm, wir ziehen jetzt einfach das und convoken hier rein. Convoken wir mal den Bären rein. Da. Also die, mit dieser Soul-Gestalt rauszudingsen ist natürlich schon eine starke Angelegenheit, ne? What the? Jetzt krieg ich richtig auf den Latz. Lauf, kleines Mädchen. Hier wird immer noch die Inka nicht ready. Lauf, kleines. Kicken wir den weg. Oh boy, jetzt kommen hier zwei Laser. Okay. Gut! So, ist noch nicht mal ausgelaufen hier. Das kannst du ja mittlerweile skillen, dass es immer länger hält und so, ne? Rein mit dem Mondfeuer. Das ist auch eine starke Angelegenheit. Pressen? Nee. So, wir haben jetzt 754. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir noch auf die 1000 kommen. Weil das wäre ätzend, wenn wir nicht mehr auf die 1000 kommen, das Teil, was ich brauche, drin ist beim Händler, ne? Und ich dann die Röhre schaue. Das wäre nicht gut. Ich hoffe, wir kriegen jetzt irgendwo noch Anima. Anima sage ich. Phantasma, so rum. Das war. Achso, ja, stimmt. Letztes Mal war es so ein Debuff, ne? Von dem Mob, der mich weggeratzt hat. Also hier im Adamantitgewölbe sind halt teilweise auch andere Mechanics, die in den normalen Teilen nicht so aktiv sind. Und da muss man ein bisschen gucken, tatsächlich. Ich komme ab jetzt allein zurecht. Ja, super. Was mit mir? Ich krieg hier kein Anima. Kein Phantasma, so rum. Komm, wir ziehen jetzt mal alles hier in die Inka rein, auch den Boss, und dann hauen wir am Ende Convoke rein für die Überbleibsel. Oh, wo ist denn da ein Haufen? Charge mal durch alle Strahlen durch, solange ich Inka abhab, geht das. Ich wollte ihn eigentlich umconvoken, jetzt ist er schon fast tot, ne? Ach komm, jetzt werde ich gefeiert in dem Strahl rein. Ich bin der Eule. Drecksau, echt. Hier, es fällt dir ein. Komm. Jetzt habe ich nur noch den Endboss, ne? Jetzt nehme ich die Phantasma mit. Scheiß drauf. Ich brauche halt noch Phantasma. Shitte. Hier war aber sonst nichts mehr, ne? Ach. Ich muss mir das nächste Mal mehr aufheben. Wäre ich jetzt hier weggeratzt? Nee, oder? Da komme ich nicht rüber, oder? Nee. Ja, bitte lass da noch ein bisschen was sein. Ich glaube, ich hätte ihn einfach den Bären mit der Ding wegratzen können. Dieses eine Zeug, das haut auch ziemlich rein, ne? Hier. Weil ich die ganze Zeit durch den anderen geslowt werde, kriegen die immer eh Schaden. Das ist halt richtig krass eigentlich. Das ist halt so ein Passiv-Effekt. Okay, jetzt haben wir ein paar Flaschen umgeschmissen. Komm, bitte Anima. No!
Ich sag immer Anima, ne? Irgendwie check ich's, glaube ich, nicht ganz. Aber hier, die Dinger kannst du manchmal auch noch mitnehmen. Vielleicht haben wir da noch was drin. Manchmal kommen hier noch Sachen raus. 900 haben wir, okay. 100 brauche ich noch. Hm, 117. 29. Manchmal sind im Bossraum auch noch welche, ne? Da ist auch noch... Ne, das ist ein Rap-Ding. Wahrscheinlich mache ich mir jetzt hier so einen Stress und im Endeffekt ist überhaupt nichts am Start. Sonst... Ne, wir haben alles. Dann lass mal hier hochgehen. Mal. Okay, da haben wir den Mittler. Nein! Habe ich den Mittler angehauen? Ups. Für euch habe ich nur das Beste. Ach, der hat gar nichts dabei, okay. Hey, du kannst den Mittler angreifen? Okay. So viel dazu. Das ist so wie ewig viel so ein Zeug, aber es bringt mir alles gar nichts. Ihr seid immer ein Geschäftsmann. Hier krieg ich Phantasma. Okay, das sind totale Rotzsachen. Alle Waren und Dienste erhältlich. Ich töte ihn jetzt mal. Was kann man ihn looten? Ah ja. Erst alles rauskaufen, dann umbrezeln. So, was habe ich jetzt da gekriegt von dem Mittler? Ach, wir haben hier auch wieder zwei Typen, ne? Achso, das geht nur im Kampf. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Nein, jetzt habe ich Convoke im Bären gezogen. Ach, fuck. Ich dachte wieder, ich bin in Dingsgestalt gegangen. Tötet mich das? Ach komm, scheiß drauf, ich bleib jetzt einfach mal hier stehen. Ach, das war jetzt saudumm. Ich glaube, wenn ich ihn in Ding gezogen hätte... Ich mache ja am Anfang immer mehr Schaden durch so einen Skill. In Ding hätte ich ihn übelst wegblasten können. Ich habe ihn ja jetzt so schon auf 40% im Bären. Ach, kacke. Und auch noch die 30% von dem anderen Buff. Den hätte ich wahrscheinlich richtig blasten können, wenn ich es jetzt in Dings gezogen hätte. Naja. Egal, es gibt ja jetzt hier eh keinen Bonus. Dann brauche ich halt hier einen Ticken länger. Schauen, was das alles an Schaden macht. Ich bleib jetzt einfach mal überall stehen. Und zuckel einfach nur durch den Boss. Ich muss das anlegen, um es benutzen zu können. Perfekt. Jetzt ist das schon wieder hoch. Okay. Ah, nice. Wir haben Transmog bekommen. Und ein Sockelteil. Wunderbar. Das war doch ein relativ schöner Easy Run. Kann man nichts sagen. Warte mal, wie viel kann der noch droppen? Noch 3, ne? Also ein paar Mal muss ich schon noch in die Dings hier rein. In das Adamantit-Gewölbe. Aber damit sind wir tatsächlich mit dem vierten Ding auch durch. Und ja, für die Aufnahme soll es das gewesen sein. Ich werde jetzt dann gleich nochmal in den anderen Teil gucken. Und da wird dann auch nochmal ein Video kommen, sollte ich das auch schaffen mit 4 Diamanten und dann das Adamantit-Gewölbe. Ich verabschiede mich für den Teil. Euer Tila, bis dann. Ciao.